Jetzt ist dein Bild weg, jetzt ist es wieder da. Okay, so, jetzt bin ich hier zusammen mit Toni Kögel, dem Projektleiter eines Projekts von der ISU, der International Skating Union, zu den Ice Skating Awards, die jetzt kürzlich von NEP Schweiz produziert worden sind. Toni, grüß dich. Hi, guten Tag. Ich rufe dich an, damit ich ein bisschen mehr zu der Produktion erfahre. Und ich habe gehört, dass du der allerbeste Ansprechpartner bist, weil du sehr nah dran warst. Vielleicht kannst du mir als allererstes mal ein bisschen was zu dem Event an sich erzählen. Was war das für ein Event? Wie war es ursprünglich geplant und wie hat es letztendlich stattgefunden? Ja, der ganze Anlass hätte zum ersten Mal stattfinden sollen in dieser Form dieser Awardverleihung. Diese Awards gab es noch nie, also es ist ein neuer Event, der die ISU da aus dem Boden gestampft hatte und hätte eigentlich als große Gala-Abendveranstaltung in der Eishalle in Montreal in Kanada stattfinden sollen. Ja. War per Mitte März. Ne? Wie wir alle wissen, weltweit die ganzen Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen wurden dann gecancelt, unter anderem eben auch diese Veranstaltung. Und der Veranstalter suchte dann nach einer Form, wie schaffe ich es, diesen Event irgendwie doch noch durchführen zu können. Und diese Awardverleihung, halt eben, die groß angetütet wurde, das erste Mal eigentlich weltweit stattfinden lassen zu können. Ne? Hatten sich dann entschieden, dass wir da eine Online-Geschichte draus machen. Das Endprodukt selber war ein Online-Stream, der einerseits auf YouTube lief, andererseits wurde dieses Live-Signal von drei Fernsehstationen gleichzeitig auch noch live distribuiert. Es war eine Fernsehstation in Russland, eine in China und eine in Japan. Da, wo die besten Eiskunstläufer der Welt herkommen, nehme ich So an. ist es, genau, ja. Ja, Aber was ist sieben denn an der Kategorien. Produktion beteiligt? Eben, es gab ganz kurz noch, es gab sieben Kategorien mit drei Nominierten. Man hatte definiert, wer das Ganze moderiert. Das waren Eiskunstläuferpaar, die leben in Detroit in Amerika, weil in Amerika die ganze Covid-Situation viel stärker oder schlimmer ist, jetzt sage ich, als hier in Europa, hatten die auch kein Interesse, da irgendwie groß rumzureisen, oder? Also die haben sich sogar 2, 3 Wochen vorher in Selbstisolation, in Quarantäne begeben zu Hause. Die hatten wirklich super Angst, auch wo es das erste Mal darum ging, dieses Studio zu betreten. Wir mussten sicherstellen, dass in diesem Studio niemand sonst ist, dass die alleine sind, dass da nicht irgendwie 10 Kamerajungs rumlaufen und so. Das war für uns sicher eine Challenge. Selbe auch mit der effektiven Findung dieses Studios. Ursprünglich wollte der Veranstalter das Ganze machen im Detroit Skating Club. Das ist eine Eishalle ein bisschen außerhalb von Detroit. Da hatten wir ein großes Problem bezüglich Connectivity. Die haben eine sehr schlechte, eine alte Internetleitung, die halt einfach diese Bandbreite nicht hergegeben hat, was wir eigentlich gebraucht hätten, oder? Wir mussten dann eine Alternativlocation suchen, haben die gefunden. Das war eigentlich ist es ein Veranstaltungstechniklieferant, die in ihrem Warehouse, in ihrem Lager da ein Studio reingebacken haben und selbe auch beim Studio in Toronto, in Kanada. Da wurden noch zwei Nominierte, wurden dorthin gebracht und die wurden von dort dann live zugeschaltet. Es gab sieben Kategorien mit jeweils drei Nominierten. Diese Leute, diese Eiskunstläufer, Trainer etc., die saßen weltweit alle zu Hause, bei sich zu Hause und die hat man dann live mittels Vimix-Schaltung dazugeschaltet in diese Show rein. Genau, das kann man dem Stream so entnehmen. Den werde ich auch zur Verfügung stellen, wenn ich dieses Video dann poste. Vielleicht kannst du gerade noch mal zusammenfassen, wer an der Produktion alles beteiligt war. Wer war denn der Auftraggeber? War das die ISU? Ich habe gelesen, dass noch Art on Ice Production mit dabei war. Also generell ist es so, Art on Ice als Agentur wird in der Schweiz von der Firma Carré Event Management wird betreut. Art on Ice ist ja eine der erfolgreichsten Eiskunstlaufshows weltweit, die gibt es schon über 25 Jahre
Und Art on Ice hätte unter anderem auch den programmlichen Inhalt von dieser Show betreut. Das heißt, in dieser Abendshow hätte es einen Programmteil gegeben, sonst einen Eventteil, Unterhaltungsteil gegeben, der eigentlich von Art on Ice betreut worden wäre. Oder? Darum war Art on Ice mit an Bord. Die ISU selber, die sitzen ja auch hier in der Schweiz, in Lausanne. Daher war es eigentlich so ein bisschen eine Schweizer Geschichte. Wir hatten dann noch einen weiteren Partner, Habegger Schweiz. Habegger war eigentlich so für die inhaltliche, für den inhaltlichen Content zuständig und hat auch den Ablaufregisseur gestellt für diese Produktion. Okay. Wir haben versucht, das alles mit NEP-Mitteln zu realisieren, in Amerika wie aber auch in Kanada. Haben dann aber auch feststellen müssen, dass wegen halt Covid das sehr schwierig ist, auch mit Tochterfirmen wie beispielsweise CT Amerika und mussten dann auf lokale Anbieter sowohl in Detroit wie aber auch in Toronto dann entsprechend zurückgreifen. Genau, da können wir gleich noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Was war denn an euch jetzt, an NEP Schweiz, jetzt erstmal der Grundauftrag und die Erwartung an die Produktion? Wir hatten bei uns eigentlich die komplette technische Organisation, will heißen, wie schaltet man diese Hosts von Amerika in die Sendung rein, der ganze Ablauf bei uns mit der Regie, mit den EVS-Einspielern etc. etc., die Nominierten in Toronto und aber eben auch diese 21 Nominierten, die entsprechend extern dazugeschaltet wurden. Also, das heißt, der Hauptteil von uns war wirklich so, ich sage jetzt Technik für Connectivity, Technik für Produktion bereitzustellen. Das ist ein sehr schönes Stichwort, Tommy. Lass uns doch gerade mal über das technische Setup sprechen, also euer Hauptaufgabengebiet bei dieser Produktion. Ihr habt dieses Event produziert mit eurer niegelnagelneuen Remote-Produktionsregie bei euch im Haus. Vielleicht kannst du mal ein paar Wörter dazu verlieren, was das für eine Regie ist, wie lange der Aufbau gedauert hat und warum sie sich für dieses Projekt besonders gut geeignet hat. Genau. Ein Hauptgrund, warum wir diese Remote-Regie eigentlich bauen oder gebaut haben, ist die Tatsache, dass wir ja relativ viel Fußball produzieren. Einerseits sind wir jedes Wochenende fleißig unterwegs mit unseren Übertragungswagen in der Rolle des Host-Broadcasters. Umgekehrt machen wir aber auch für dieses sogenannte dritte Spiel am Sonntag machen wir auch jeweils eine Beistellung. Diese Beistellung ist eine kleine Produktion mit 2 bis 3 Kameras, Studiotisch, wie man es halt kennt. Und für das nutzen wir Stand jetzt immer noch einen separaten Ü-Wagen, der halt einfach ja, viel Technik für eine kleine Produktion. Ne? Und da haben wir versucht, dass wir diesen Ü-Wagen freikriegen, weil wir halt wie überall die meisten Produktionen, Events, Public-Sport-Events sind auch am Wochenende, dass wir da am Wochenende einen zusätzlichen Wagen freikriegen. Und daher hatten wir gesagt, für uns wäre spannend, wenn wir diese Beistellung eigentlich komplett remote-mäßig machen können, oder? Mhm. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, wir möchten sowas realisieren. Von der Planung bis effektiv bis zur Einweihung sind bloß 3 Monate vergangen. Wir haben da sehr Gas gegeben, wollten eigentlich auch diese Fußball-Sommerpause nutzen. Durch dass natürlich die Fußballsaison, die laufende, schon früher abgebrochen wurde, das gab uns noch ein bisschen mehr Zeit. Wir konnten uns da ein bisschen mehr Zeit gönnen, ein bisschen mehr Zeit investieren in dieses Projekt und konnten das eigentlich dann vor rund einem Monat abschließen, sodass wir sagen können, hey, das Ganze ist effektiv in Betrieb, da können wir produzieren, ist konfiguriert, ist getestet, funktioniert, oder? Herzstück vom Ganzen ist eigentlich, ja, oder ich muss anders sagen, wir haben einen cooler Mischer drin, von Grass Valley, Intercom läuft alles auf Friedl mit den neuen RCPs. Mhm. Ich kann dir da aber auch eine detaillierte Liste geben, dann, was da alles so ein bisschen drinsteckt. Oder? Ja, wäre perfekt. Dann stelle ich das den Zuschauern hier noch zur Verfügung. Dann können sie da auch nochmal reinschauen. Mhm. Ist ja eine öffentliche Liste, oder?
Ja, klar, das ist nichts. Genau, perfekt. Dann setze ich das noch dabei und dann wissen die Leute Bescheid, was es in dieser neuen Remote-Regie alles gibt. Ja. Genau. Wir haben, kann ich dir nachher auch noch zeigen, die Audioregie auch separat in einem separaten Raum. Und ja, die ersten Feedbacks auch von unseren Mitarbeitern, die halt oft auf einem Ü-Wagen arbeiten. Generell ist halt, du hast viel mehr Luft, du hast mehr Raum. Es ist eigentlich fast ein bisschen entspannteres Arbeiten als in einem Ü-Wagen, lustigerweise, oder? Ja, ich nehme an, dass da ein bisschen mehr Platz ist als in so einem Ü-Wagen. Genau. Ja, ist besser klimatisiert, es ist räumlich besser aufgeteilt, effektiv, du hast mehr Luft und vor allem auch akustisch. Also du, sämtliche Geräte sind in einem separaten Serverraum, du hast kein Gerät, was irgendwie noisy ist und noch irgendwie Lüftergeräusche verursacht. Also von dem her, das ist sicher ein ganz großer Vorteil. Ist die Regie nach den aktuellen IP-Standards aufgebaut worden, oder? Nein. Nein. Also es ist keine irgendwie SMPTE 2110 Regie, aber halt ganz bewusst, weil halt einfach wir sagen, dass die Technik noch nicht überall da ist, wo sie sein sollte. Wir da nicht gerne das Versuchskaninchen der Industrie spielen und weil wir da einfach noch ein bisschen warten müssen und weil auch kostenmäßig eine komplette IP-Infrastruktur in diesem Bereich dann schon noch massiv teurer gewesen wäre. Okay, ich verstehe. Ist auch mal ein interessantes Statement, würde ich sagen. Aber lass uns doch gerade noch mal über die Skating Awards sprechen und wie dieses Event im Speziellen produziert worden ist. Du sagtest, die Moderatoren sitzen oder saßen in Detroit, dann gab es noch einen Außenposten in Kanada. Und viele Zuspieler von Leuten, die vermutlich alle zu Hause saßen. Wie habt ihr denn die ganzen Signale in die Schweiz überführt und wie ging das mit dem Signaltransport vonstatten? Genau. Das war ein bisschen die Knacknuss. Einerseits mussten wir sicherstellen, dass diese Connectivity vorhanden ist, von der Bandbreite her. Wir haben sämtliche Kamerasignale haben wir einzeln gestreamt mit einem Computer. Wir mussten pro Kamerasignal rund um 15 Megabyte haben und hatten dann zusätzlich noch ein Signal, unser Programm-Return-Signal, das wieder zurückgestreamt wurde, oder? Wir hatten da diverse Tests gemacht, die alle sehr erfolgreich liefen. Für uns ein bisschen der, ja, auch persönliche Wow-Effekt war effektiv Delay, haben wir gemessen, das lag bei einer halben Sekunde, oder? Also wir haben effektiv einen Loop gemacht, unser Signal in die Staaten geschickt, dort effektiv eine Videobrücke rein, das wieder zu uns geschickt, nach Zürich und hier gemessen und dann hatten wir maximal eine Sekunde bei diesem Turnaround, will heißen eben eine halbe Sekunde hin und eine halbe Sekunde wieder zurück, oder? Das war für uns vor allem auch im produktionstechnischen, finanziellen Bereich sicher einen großen Vorteil. Ich sage jetzt vor 5 Jahren, wo diese Technologie noch nicht existiert hat, musste man das irgendwie über einzelne Satellitentransponder realisieren. Diese Satellitentransponder dann minutengenau abrechnen. Also das wären massiv höhere Kosten gewesen, die wir jetzt hier entsprechend hatten, oder? Ja, also das Ganze lief dann übers Public Internet, oder? Richtig, genau, ja. Okay. Wir hatten da einfach VPN-Tunnels gemacht, wo wir dann diese Streams drüber liefen und sämtliche Nominierten, diese 21 Nominierten, die von zu Hause aus schauten, die haben sich via vMix eingeloggt, die bekamen einen Link, den konnten sie aktivieren, konnten anklicken, hatten dann von uns entsprechend das Rückbild auf ihrem Rechner mit dem Programmton und wir bekamen von denen entsprechend das Kamerasignal. Also die hatten die Nominierten und die Interviewpartner hatten tatsächlich gar keine professionellen Kameras da stehen, sondern saßen am Laptop dann, oder wie muss ich mir das Ja, vorstellen? genau. Also es gibt ja einerseits gibt es von NEP diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, diese NEP-Box-Lösung. Weiß nicht, ob du die kennst, von Quicklink. Das ist eine Okay. kleine Kiste, da hast du eine PTZ-Kamera drin, links und rechts so LED-Streifen.
und ein Screen. Das ist eigentlich, das wäre dann die professionelle Lösung, die wir auch von hier aus remote-mäßig steuern könnten. Also ich kann die PTZ-Kamera steuern, ich kann die Beleuchtung steuern, hätte denen auch irgendwie ein Prompterbild draufgeben können. Wir hatten auch angedacht, die Dinger zu verwenden, mussten dann aber sagen, nö, es macht keinen Sinn, die irgendwie weltweit an 20 Leute zu schicken. Und das Einfachste war dann halt wirklich auch, dass wir sagen konnten, hey, nach dem Motto bring your own device, dass wir halt wirklich die Geräte nutzen, die sie haben, weil die kennen sie, damit sind sie vertraut. Wir haben das eine Woche vorher getestet, wussten, dass die Dinge funktionieren, haben eigentlich mit sämtlichen Nominees auch einen Speedtest durchgeführt, dass wir da sagen konnten, hey doch, die haben genügend Bandbreite, wir können das wagen, die eigentlich da live mit reinzuschalten. Das ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, eine Fernsehschalte, wenn du so willst, zu machen über das Public Internet mit Leuten, die effektiv keine technikaffinen Menschen sind, sondern Eiskunstläufer. Ne? Also das ist, da kann ich mir schon vorstellen, dass da der Druck einigermaßen hoch ist. Ja, es gab ein Briefing für die, also wir hatten da wirklich denen so ein zwei-, dreiseitiges Briefing erstellt, halt auch mit Fotos von guten Bildern, schlechten Bildern, Gegenlicht etc., überbelichtet, unterbelichtet. Mussten denen aber schon auch erklären, hey, es macht Sinn, wenn du auch ein Headset nutzt, weil halt die Tonqualität massiv besser ist, als irgendwie mit einem eingebauten Mikrofon, das hinter irgendwie einer Gummihülle steckt, was auch immer. Das waren schon auch für uns, ja, Erfahrungen, gute Erfahrungen, Learnings, wo wir gesehen haben, hey, mit welcher Art von Leuten funktioniert das? Die meisten waren jetzt, sag ich jetzt mal, jüngere Semester, die sich halt wirklich auch mit der heutigen, ja, Konsumertechnik, sei es ein Handy, sei es ein iPad, was auch immer, gut auskennen, die das handeln können, und so konnten wir das eigentlich ganz gut machen. Vielleicht verlierst du noch kurz ein Wort dazu, wie dieses Moderationsstudio ausgestattet war in Detroit, weil da war das Bild natürlich schon ein ganz anderes. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut in diesen Stream. Die hatten dann schon professionelle Kameras vor sich stehen. Richtig, genau. Also sowohl in Detroit wie aber auch in Toronto hatten wir professionelle Kameras. Was waren das für Kameras? Das waren, ich glaube, Sony HDC-1500er. Mhm. Ist nichts Aktuelles mehr, aber schon eine professionelle Kamera. Und da waren auch die Studios entsprechend anständig ausgeleuchtet, obwohl mit diesem Hintergrund, mit dem dunklen Hintergrund in Detroit, hätte es nach meinem Empfinden ein bisschen heller sein dürfen. Mhm. Aber auch dort war effektiv anständiges Broadcast-Equipment am Start. Oder? War uns auch wichtig, weil wir gesagt haben, hey, eine zweistündige Show, die schaust du nur dann von A bis Z, wenn das Zuschauen halt wirklich auch so ist, wie du es gewohnt bist von der Fernsehshow, dass das Bild und Ton sauber daherkommt, dass es klar verständlich ist, dass es nicht mühsam ist, dass du dich anstrengen musst, um da was mitzukriegen. Oder? Ja, also würdest du sagen, tatsächlich die größte Herausforderung an der auf technischer Seite an der Produktion war, die Signale von überall auf der Welt in die Schweiz nach Zürich zu bekommen und das Ganze irgendwie timingmäßig gut hinzubekommen? Oder hast du da noch auch andere große Herausforderungen gesehen, nee, über das, die du reden kannst? Das war sicher die größte Herausforderung, dass wir sagen könnten, hey, wie kriege ich alle die Signale her, wie kriege ich die Signale zurück, vor allem auch im Audiobereich mit den ganzen N-1, IFB zu den Leuten, zu den Aufnahmeleitern vor Ort, zu den technischen Leuten vor Ort, dass wenn wir da noch irgendwie einen Anpassungsänderungswunsch hatten, dass die das entsprechend umsetzen konnten. Das war eine Knacknuss. Da hatten wir die richtige Technologie, die richtigen Mittel. Weiter natürlich eine Knacknuss, die ganzen Delay-Geschichten eben, das in den Griff zu kriegen. Also sprich, wir konnten nur Technologien einsetzen, die halt wirklich so im Low-Delay-Bereich arbeiten. Alles andere kam nicht in Frage. Mhm. Und das war für uns sicher ein spannendes Learning, oder? Umgekehrt, ich sage jetzt das eher noch so ein redaktioneller Teil. Wir hatten da auch viele, ja, teilweise ganz junge Leute, Eiskunstläuferinnen, die halt, also beispielsweise das kleine Mädel in Russland, in Moskau, die versteht kein Wort Englisch. Wenn du da versuchst, einen Test zu machen mit der und dich auf einem Basic-Technik-Level zu bewegen, sprich, hörst du mich, höre ich dich und so,
das ging nicht. Die gute Dame, die hat dann effektiv ihr Handy in die Kamera gehalten, so mit einem Russisch-Englisch-Translator und hat gesagt, wer sie ist und hat gefragt, was sie machen soll. Ja, ich tat dann dasselbe, ich kann leider auch kein Russisch und habe mit kyrillischen Schriftzeichen versucht zu erklären, dass sie da mal ein bisschen sprechen soll, wir machen einen Tontest und so. So hat es funktioniert. War eine spannende Erfahrung. Ja. Ja, das kann ich mir durchaus spannend vorstellen, ja. Sehr gut. Naja, aber dann, ich werde das Video auf jeden Fall unter diesem Beitrag verlinken, da kann man sich dann die ganze Award-Verleihung mal ansehen. Ich finde, das ist tatsächlich gut geworden mit den einfachen Mitteln, die vor allem auch bei den Athleten zum Einsatz gekommen sind. Und es ist ein Wahnsinn, wie man heutzutage, so sehe ich das zumindest, wie man mit hochprofessionellem Broadcast-Equipment und aber auch einfachen Mitteln, wie man beides zusammenbekommen kann und dann eine Award-Show produzieren kann, die es tatsächlich wert ist anzusehen, wo man nicht unbedingt das Gefühl hat, man sitzt in einem Webcast oder sowas. Deswegen verlinke ich dieses Video sehr gerne für alle, die sich das mal anschauen möchten. Tommy, kannst du mir vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, wie das Event letztendlich angekommen ist? Hast du von deinen Kunden irgendwie schon Feedback bekommen? Hast du vielleicht eine Idee, wie viele Leute sich das Event angeguckt haben über die Streams und im Fernsehen? Kannst du dazu eine Aussage treffen? Klar. Wir haben sehr gutes Feedback bekommen, einerseits von der ISU direkt und andererseits auch von vielen, die halt in diesem ja, Eiskunstlauf, in dieser Szene sich bewegen, weil wir da auch eben durch die Produktion von Art and Ice sehr gute Kontakte haben. Wenn ich es jetzt rein bezogen auf die Klickzahlen anschaue, dann hatten wir während dem Livestream bis zu 25.000 Zuschauer, die sich gleichzeitig das Ganze angeschaut hatten, live. Und hatten jetzt irgendwie eineinhalb Wochen später rund um die 160.000 Leute, die sich das Ganze angeschaut haben. Wenn wir die YouTube-Statistik noch genauer betrachten, dann war es so, dass sich viele Leute während dem Live-Betrieb zwischen 45 und 60 Minuten effektiv auf diesem Livestream aufgehalten haben, was für mich eine sehr gute Zahl ist. Klar kann man sagen, all diese Leute sind irgendwie ja Eiskunstlauf-affin, die interessiert dieses Thema und darum gab es effektiv auch so lange Zuschauerzahlen. Oder? Der ganze Event wurde ja gleichzeitig noch auf Fernsehkanälen live in China, Japan und Russland gezeigt. Da haben wir leider keine effektiven Zahlen, da wissen wir nicht, aber ich denke nur schon für einen Fernsehsender, dass er so eine Show ausstrahlt, da muss schon auch entsprechend das Zuschauerinteresse entsprechend groß oder hoch sein, weil sonst würden die das nicht machen. Wenn du jetzt als letzte Frage vielleicht, wenn du das ganze Event nochmal produzieren müsstest oder nochmal mitbegleiten müsstest, hättest du eine Idee, was vielleicht noch ein bisschen besser gemacht werden könnte oder ein Rat an die Veranstalter, was das nächste Mal noch angepasst werden könnte? Also rein von der technischen Seite wäre es natürlich toll, wenn wir, ich sage es, eine richtige Remote-Lösung hätten. Also sprich, wenn wir Systemkameras in den Locations draußen haben, die ich effektiv auch von uns vom Studio bedienen kann, wie es unser Studio vorsieht, sprich, dass ich halt da am RCP die Blende auf und zu mache und das dann halt vor Ort auch entsprechend passiert, oder? Das hatten wir jetzt nicht, das wäre jetzt fürs erste Mal noch einen Schritt zu weit gewesen. Ich denke auch innerhalb dieser kurzen Zeitspanne, die wir uns da zur Verfügung stand, um das Ganze zu realisieren, oder? Das ist sicher ein Learning. Dann von der Kommunikation her brauchen wir noch wie eine Art eine Möglichkeit, dass ich online, ich sage jetzt 2 Minuten bevor diese Nominierten on air sind, dass ich mit denen noch sprechen könnte. Im Notfall, dass ich da noch Anweisungen geben könnte, was können sie eben von Kamerabildeinstellung, was auch immer noch verändern, verbessern, dass wir da noch eine Möglichkeit mehr gehabt hätten, um nur einfach zu sehen, hey, habe ich Bild und Ton und funktioniert das, dass man es einfach ein bisschen hübscher machen hätte können. Oder? Ja. Und nichtsdestotrotz, ganz zuletzt,
die ganze Connectivity-Thematik, aber da haben wir keinen Einfluss. Also je besser natürlich die Bandbreite beim nominierten XY zu Hause, desto besser auch die Bild- und Tonqualität. Aber da sind uns die Hände gebunden, da müssen wir nehmen, was die jeweils haben und da können wir leider nichts machen. Hat umgekehrt aber auch einen, ja, ich sage jetzt einen hübschen Live-Charakter, also ich weiß, dass das dann wirklich live ist. Ja. Sehr gut. Tommy Kögel, vielen Dank für deine Zeit, für die Erklärung zu dem Event. Ich finde, es ist tatsächlich sehr hübsch geworden, was ihr da gemacht habt. Also Gratulation nach Zürich.